Mose. Willkommen hei auf einer schönen Mose. Wenn ich so eine schöne Mose habe, dann ist nicht unbedingt die Mose auf der Lützebäuerischen Seite. Nein, wir sind heute auf der deutschen Seite. Du, wo die Mose lehnt, am Mosel 2, Hand an Hand, über die Grenze gehen, wo die Maria Astrid sich aufs an einen Kussi von der Frösche verabschiedet. Wir sind heute auf Ostersonden, viermal zu analysieren, wie das mit den Sprachen ist. Hier auf dieser Seite hört ihr just deren eine komische andere Sache rundherum quietschen. Also, aber es hört ihr eigentlich nicht mehr als du. Hey Hans, fahr doch geradeaus. Oder Rundrunde, bitte dreh noch eine Runde. Aber, da ihr denn auf dieser deutschen Seite, schon von der anderen Seite, ich weiß nicht, wo die andere Seite, hast du, auf der anderen Seite, das Lützebüsch, von der Seite aus, da ihr denn, Jean, du da rappest auf der Kabun, oder, hey, Bacalaus, Mardgrillus, Jonas, Willisch, Grillisch, machen. Schön. Oder, lass mich schon auf Französisch, s'il vous plaît. So Sachen hier, denn auf der anderen Seite, haut du mal auch noch festgestellt, dass ein paar Kurden unter dem Laufen, die haben hier ein Square Dance durchgemäht. Und das hat ganz komisch ausgesehen. Leider sind sie noch fertig, sonst hätte ich erst das auch noch können, weisen als Film. Wir drehen also um auf der anderen Seite, ich finde ihn auch ganz speziell deren, die ihn eigentlich auf der letztebäuerischen Seite echt der Seele finden. Es handelt sich dabei den Laius Lesus, das sind deren, weil ich drehe mich auf der Seite, gesehen das ist vielleicht besser. Ich drehe mich noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich die Knöpfchen nachher erinnere. Ich komme, ich schwätze nicht so hart. Der Laius Lesus haben wir gerade entdeckt. Er ist gerade auf Singer Pirsch. Da kennt ihr nicht, wenn er eine Sing weit lang Bein aus dem Nähe streckt. An etwas für zu lesen an der Hand wird. Wir werden auf der Pirsch bei eurer Sicht noch verschiedene Buchstaben, die ein etwas so gehen, was ein Irrsinn kann. Da sieht er dann auch noch auf der anderen Seite, wenn er keinen Langstflieger mit seinem Boot. Aber, wie der sieht, den Laius Lesus, der geht gut erschreckt, du denkst, den ist ganz entspannt. Da kennt in einer anderen Gruppe, das noch ein Dudum kaputt. Ich weiß nicht, ob er ein Dud ist. Wir schleichen erst kurz rum und gucken, ob wir ihn erschrecken. Ich will ihn nicht erschrecken. Wir gehen ganz los rum. Guckt, das ist ein Dutt vom Laius Lesus. Ganz speziell sagt, nehmen wir hier auf der deutschen Seite von der Mosel. So, wir gehen nur noch ein bisschen von dem weg, weil das ist nicht gut, wenn ihnen andauernd steuert, weil Bankier halt noch mal lesen und da will unbedingt etwas essen, aber nur die Buchstaben, die ich brauche, für etwas zu essen, zusammenzustellen, nicht zusammen wird, da greift der Mensch schon. Und da sind wir, also passt da aber wirklich ab, weil das ist gar nicht so einfach und da gibt auch ziemlich Bassblessure, wenn die bis aufhängt. Trippeln wir noch ein bisschen weiter hier, auf dieser Seite. Ich hoffe, gefällt euch. Ich muss jetzt nämlich noch etwas weisen. Eine Geschichte, was Pflanzen noch geht. Hier immer gehen ganz speziell Pflanzen, mit denen sie Reisotto machen. Reisotto als ein Gericht aus Reis, wo aber aus, von einem italienischen Mattbierger gesagt, genauso auch noch gemäht geht. Der Reisotto ist eigentlich auf Italienisch ist Risotto und Risotto, Mehrzahl Risotti, ja, wie Idiot an Idiosi
bald dasselbe, aber nicht gerade. An den Risotto oder Plötzburg Reisotto, die geht auf dieser Seite hey, von Deutschland in einer anderen auch umgepflanzt. Weil die italienischen Einwanderer, ich gehe nochmal nach zurück, hey, weil die italienischen Einwanderer, die haben angefangen, eines Tages hey, hinzukommen, weil sie unbedingt den Thüringer wollten. An die Thüringer sind ja bekannt, dass die aus Deutschland kommen. Ja, Lutzburg, der verkennt mich wohl, weil der wisst ja, dann ist das ein Thüringer und das kein Thüringer, wie so Sachen gehen. Ne? Und dafür sind sie auch hingekommen, für selber hier in Thüringer zu essen. Und da haben sie dann hier an einem Reisotto gehen, oder Risotto, wie sie hier haben, so, den aus vielen Risotti-Kernen besteht, aus Reiskernen, Rieskernen, Rizio, mit zu verwirseln mit Rizinus, wirklich. Und die haben ihn dann, hey, wie gesagt, den Deutschen gelos, die haben ihn auch gebaut. Und hinterher können wir auch hier an unser Gegend Reisotto. Eine schöne Sache, eine gute Sache, ich kann die nicht mehr weiterempfehlen. So, los schwätzen wir ein bisschen mehr los. Dann kommen wir bei den Laius Lesus run. Wir wollen ihn nicht erschrecken. Er ist so nicht schlimm, Eddie. Und dann bis irgendwann. Ciao.